Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um mein Ölleck. Wie ich in meinem letzten Video gesagt hatte, tropft da am Öltank Öl runter und hat mir meinen ganzen Auspuff versaut. Und deswegen schaue ich mir das heute mal an. Hier sieht man ganz gut, dass da irgendwas undicht ist. Das wird höchstwahrscheinlich am Ölhahn liegen oder da sind irgendwelche Lufteinschlüsse, wo dann das Öl durchkommt. Das werde ich heute austauschen. Glücklicherweise habe ich einen Öltank vom Schlachtprojekt und den werde ich heute dafür auch benutzen. Ich habe den erstmal aus dem Keller geholt und der sieht aus wie Sau. Dann habe ich den erstmal mit WD-40 sauber gemacht. Wenn er schon mal ausgebaut ist, dann kann man den auch sauber machen. Warum sollte man den wieder dreckig einbauen? Muss ja auch nicht unbedingt sein. Für solche Arbeiten sollte man sich immer Zeit nehmen, weil unter Druck zu schrauben ist immer Kacke. Das kann ich niemandem empfehlen. Also, wenn ihr irgendwas machen müsst, nehmt euch richtig viel Zeit. Schön gemütlich, ohne Stress. Die Arbeit soll ja auch Spaß machen. Habe ich erstmal den Öltank sauber gemacht. Der Öltank sieht auch noch gut aus. Der Ölhahn an sich sieht auch super aus. Die Dichtung auch. Den Ölhahn habe ich dann auch erstmal ein bisschen sauber gemacht. Den Filter und so weiter. Einfach mit einem Tuch abgewischt. Um den Öltank auszutauschen bzw. den Ölhahn auszutauschen, muss natürlich die seitliche Verkleidung ab. Das wäre die rechte Seite. Ich hatte jetzt noch wegen dem Vergaserproblem jetzt noch den Roller komplett offen. Deswegen habe ich das in einem Schritt gemacht. Ihr müsst aber eigentlich nur die rechte Seite offen haben. Und natürlich die Sitzbank, sonst kommt ihr da am Schlauch nicht dran, weil den müsst ihr auch abziehen und so weiter. Deswegen am besten Sitzbank und die Seitenverkleidung ab. Als nächsten Schritt muss man den Öltank leer bekommen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, dass man sich so einen Ölbehälter besorgt, irgendeinen. Noch ein Tipp, wenn ihr euch Zweitaktöl kauft und das einkippt und dieser Ölbehälter ist leer, dann schmeißt ihn nicht weg, tut ihn lieber zur Seite, weil für solche Zwecke ist das immer sehr gut zu gebrauchen. Genau, dann besorgt euch so einen Ölbehälter und tut das unter den Ölhahn, zieht den Ölschlauch dann einfach ab und das Öl dann einfach ablassen. Es gibt aber auch noch eine zweite Variante. Meiner Meinung nach auch die einfachere und schnellere Variante. Dazu braucht ihr einfach nur so einen 5 cm langen Schlauch, der so ähnlich ist wie der Ölschlauch, der schon im Roller drin ist, und eine Rohrzange. Ein Ende von dem 5 bis 6 cm langen Schlauch, ihr mit der Rohrzange schön dicht, dass da nichts rauskommen kann. Zieht den normalen Ölschlauch ab, aber natürlich noch einen Behälter darunter, damit da nichts auf den Boden tropft. Und tut diesen kleinen Ölschlauch, diesen kurzen Ölschlauch mit der Rohrzange an den Ölhahn dran klemmen. Und dann kann man den Öltank einfach mit zwei Schrauben komplett abschrauben und den Ölstandmesser natürlich noch ab. Dann den neuen Öltank anschrauben mit zwei Schrauben. Dann dasselbe Spiel umgekehrt, den Ölstandmesser rein und befestigen. Den normalen Ölschlauch an den Ölhahn natürlich auch befestigen, bisschen mehr als handfest, damit da auch wirklich nichts rauskommt. Ich würde vorher auch noch so die Gegend um den Ölhahn auch noch mal sauber machen, das habe ich ja am Anfang gemacht. Also falls ihr nur den Ölhahn austauscht, macht das da mal ein bisschen sauber, damit da keine Einschlüsse reinkommen können. Dann einfach vom alten Öltank das Öl dann dort einlassen. Das war's. Am besten den Öltank voll machen und beobachten, ob da irgendwie irgendwas an Öl rauskommt. Aber eigentlich müsste er dann dicht sein. In den meisten Fällen reicht es aus, wenn man einfach nur den Ölhahn austauscht, weil der Öltank ist ja eigentlich selten kaputt. Da kommt ja auch kein Loch rein, da passiert ja nichts. Es ist eigentlich zu 99% immer nur der Ölhahn, der leckt oder die Verbindung ist irgendwie locker geworden, dass der Ölhahn nicht mehr fest sitzt. Genau dieselbe Prozedur, auch wenn ihr nur den Ölhahn wechseln wollt. Ich hoffe, ich konnte euch wieder mal damit ein bisschen helfen und das nächste Mal werde ich dann wahrscheinlich entweder den Lenker gerade machen oder diese Halterung von der Verkleidung wieder dran befestigen. Das war's dann erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ciao!